Mein Name ist Martin Pichler, ich bin Chefredakteur der Fachzeitschrift Wirtschaft und Weiterbildung, die bei Hauff in Freiburg erscheint. Und ich mache das jetzt schon seit fast 20 Jahren. Wenn ich gefragt werde, wie siehst du Dale Carnegie, was bedeutet Dale Carnegie für dich oder für den Markt, bin ich ein bisschen voreingenommen, ja, weil ich tatsächlich die Kunst der freien Rede in einem Dale Carnegie-Kurs gelernt habe. Damals habe ich in Osnabrück gewohnt und zwar in den Räumen der Industrie- und Handelskammer war ein Kurs, 12 Abende, und da bin ich hingegangen voller Begeisterung, weil eben ich halt was gegen meine Redeangst tun wollte und weil ich zum ersten Mal kapiert habe, wie Lernen tatsächlich funktioniert, nämlich indem man tatsächlich nicht berieselt wird, sondern indem man 12 Abende lang in einem Intervall lernen kann. Bin ich überzeugt davon, dass Dale Carnegie auch durch diesen weltweiten Input, den man hat, von allen Dale Carnegie-Trainern weltweit, dass man da sehr viel noch sich weiterentwickelt hat, was Methodik und Didaktik angeht, und dass es da Qualität gibt, ja, die, wo man sagen kann, das ist ein Qualitätsniveau, das ist sehr hoch, und das ist vor allen Dingen halt für die Leute sehr hoch, die auch weltweit halt ihre Mitarbeiter trainieren wollen in verschiedensten Niederlassungen und da entsprechend eine einheitliche Schulung kriegen, obwohl jeder Trainer natürlich individuell ist und entsprechend auch individuell auf die Probleme eingehen kann. Im Vergleich zu früher jetzt noch mehr auf die Probleme des Einzelnen Rücksicht nimmt in den Trainings. Ja, und das ist die Kunst gerade eines guten Trainers ist, dass der mit dem arbeitet, was die Leute mitbringen. Und dass es nicht mehr so sehr ist, dass irgendwelche Inhalte vermittelt werden oder Probleme gelöst werden.